ist in meinen Augen moralisch absolut verwerflich. Das ist so populistisch. Bam. Ich würde gerne in ein Video mit euch reingehen. Und zwar von Dieb und Deutlich. Jägerin Madeleine Lindhorst über Fleischkonsum, Jagd in Südafrika und den deutschen Wolf. Waren den Reaction-Vorschlägen, ich finde es super interessant. Ich war ja selber schon in Südafrika. Ich weiß auch, wie das mit der Jagd da läuft. Ich will auch wieder hin, auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr krass gespannt. Am 18.06. ist mein Buch erschienen, Inside SEK, ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel-Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf, da ist das Ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das Ganze auch als Hörbuch raus, das heißt, ihr könnt es euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken und ja, viel Spaß damit. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, ja, super, ich gehe jetzt raus und schieße ein Tier tot. Überhaupt nicht. Auch eine Kuh, die im Schlachthof hängt, guckt wahrscheinlich niedlich, bevor sie einen Bolzenschuss in den Kopf kriegt. Und ich finde es viel ehrlicher zu sagen, hey, ich mache es von vorne bis hinten selber. Da muss ich leider rein. Ich würde sagen, wenn ich das Foto sehe, dann glaube ich dir nicht mehr, was du vorher gesagt hast. Das sehe ich überhaupt nicht. Ja, und damit gehen wir rein. Nochmal ganz kurz, New One On Channel. Danke für 5 gegiftete Subs. Auch mal Ehren New One On in den Chat. Und ein paar Naschis. Ein Tier erschießen, um es anschließend auseinanderzunehmen und zu essen. Für viele unvorstellbar, für Madeleine Lindhorst allerdings schon ihr ganzes Leben Alltag. Sie ist die Chefredakteurin des ältesten Jagdmagazins Deutschlands und wohl die bekannteste Jägerin des Landes. Wie es ist als Frau in der von Männern dominierten Jagdszene und welchen Hass bis hin zu Morddrohungen sie abbekommt, das erzählt Madeleine bei Dieb und Deutlich. Außerdem mit dabei Modedesigner Guido Maria Kretschmer und Jungunternehmer Marco Scheel. Darf ich mal ganz kurz, Modedesigner verstehe ich noch, weil der kann über Pelz reden und über Stoffe, bla bla bla. Was ist mit ihm? Wer ist er? Und warum befähigt ihn irgendwas, was er tut oder kann oder weiß, an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen? Willkommen, Madeleine Lindhorst. Ohne das despektierlich zu meinen. Du bist ja Jägerin aus Leib und Seele, aber wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Ja, schon sehr früh, ehrlich gesagt, also von Kindesbein an, kann man sagen. Also ich konnte gerade stehen, da bin ich quasi schon, durfte ich schon mal mit auf die Jagd gehen und eigentlich in meiner Familie jagen Opa, Papa, Onkel, also zumindest die ganze männliche Seite. Es gab tatsächlich vorher doch keine Frau in der Familie, die gejagt hat. Ich muss sagen, das erste Mal, an das ich mich wirklich erinnere, da muss ich vielleicht 5, 6 gewesen sein, dass ich mit meinem Opa auf dem Hochsitz war. Und habt ihr da auch was geschossen? Nee, tatsächlich nicht. Aber es war ein Moment, an den ich mich sehr gut erinnere. Und auch immer wieder, also der mich ja wirklich so, also da hat mich die Natur so berührt, die Jagd so fasziniert. Und da war mir schon klar, ich werde später auch einen Jagdschein machen, sobald ich alt genug bin. Und was hat dich daran so fasziniert? Ja, ich werde nie vergessen, also wir hatten den Dackel mit dabei. Wir hatten immer einen Familiendackel, Max hieß der. Und den durfte ich auf dem Schoß haben und mein Opa saß neben mir. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert hat, dass der Hund schon weit vor uns Menschen überhaupt wusste, dass da Wild im Wald ist. Und der hat angefangen, auf meinem Schoß zu zittern und uns quasi Wild schon angezeigt. Und das zog dann tatsächlich ein paar Minuten später auf die Freifläche raus. Das war aber so der erste Moment, wo ich wirklich gesagt habe, boah, mich fasziniert das, ich finde das so spannend. Vielleicht hat dich ja auch der Look fasziniert. Ich habe auf deinem Instagram gesehen, du hast selbst ja auch Modemanagement studiert und du hast ganz fesche Jagdlooks, sage ich mal. Ja. Wir haben ein paar hier. Guido, vielleicht kannst du die mal bewerten. Du bist ja. Also, so finde ich es konsequent, muss ich sagen. Ne? Also, wenn man dann. Das ist ja mehr so ein englisches Landhaus. Man denkt, so eine richtige Jagd. Ich glaube, es ist eh schöner, wenn man so ein richtiges Jagdgebiet hat. Denkt man, jetzt kommen gleich die Leute von Downton Abbey. Ja, das finde ich schön. Ja, denkt man, die junge Jägerin im Stroh. Ja, finde ich auch schön. Und so auch toll. Sieht toll aus. Also, man muss ja sagen, sind ja toll. Ich finde Guido Maria Kretschmer übrigens cool. Sag ich euch, wie es ist. Stoffe, da fällt ja, ja, man muss dazu sagen, also ich finde tatsächlich, wenn man jetzt nach England guckt oder auch in die skandinavischen Länder, die haben schon eindeutig mehr Stil, was die jagdliche Bekleidung angeht. Also die haben, ich meine, wir haben auch in Deutschland vielleicht nicht nur was die jagdliche Bekleidung. Ja, ich wollte das nicht so sagen, aber ich sage, die Deutschen sind ja sehr funktional in vielen Bereichen und ich finde das eigentlich sehr schade. Also ich ziehe auch bewusst gerne traditionelle jagdliche Bekleidung an, weil ich es einfach schön finde. Weil ich finde, wir haben tolle Naturmaterialien, die wir auch einsetzen können und die genauso gut funktionieren wie Funktionsbekleidung, wie eine Chemiefaser zum Beispiel. Und, das stimmt. Ja, also ich ziehe die Sachen halt auch ganz bewusst an. Also auch mal Pelz und auch, sag ich mal, ein Tweet-Outfit, weil das natürlich irgendwo auch so ein bisschen provoziert, aber dadurch natürlich auch mal, sag ich mal, eine neue Richtung einschlägt. Also kein Video. Ja.
Sie kann jetzt natürlich sagen, ja, den Pelz, den ich trage, habe ich selber geschossen. Jetzt kann man natürlich das aus einer Massentierhaltungssicht sehen und sagen, ja, okay, es ist kein Tier aus einer Massentierhaltung. Ich sehe Jagd als super differenziertes und super schwieriges Thema, denn du könntest jetzt, wenn du rein aus der Sicht der Massentierhaltung argumentierst, natürlich sagen, dass Jagd da noch besser ist. Wenn es aber um die Ethik geht im Sinne von niemand muss sterben, um uns zu ernähren oder sonst irgendwas, dann kann ich auch aus dem Punkt wieder sagen, dass Jagd trotzdem Müll ist. Ich glaube, es gibt viele Jäger und Jägerinnen, die nun einen Jagdschein haben, um sich eine AR-15 zu Hause hinzustellen. Und das ist eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus. Weil das finde ich albern. Zusätzlich dazu muss man aber auch sagen, dass es viele Jäger und Jägerinnen gibt, die einen echt guten Job machen und denen auch die Umwelt tatsächlich am Herzen liegt. Und wir haben halt keine natürlichen Feinde mehr wie den Wolf, jetzt, der jetzt wieder gekommen ist, der das alles so regulieren kann, wie es ist. Es ist ein menschengemachtes Problem. Und die Frage ist, die man sich stellen muss, und die möchte ich jetzt nicht beantworten, inwieweit kann man die Natur in Ruhe lassen und es reguliert sich wieder selbst? Am liebsten wäre mir, man könnte es. Tatsächlich. Aber ich glaube, man kann Jagd aus so vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Ja, das ist wild. Naja, wir gehen mal weiter rein. Der Spruch, ne? Also Funktion und Naturmaterialien. Genau. Ja. Das ganze Gegenteil eigentlich. Ja, und ich finde auch zum Beispiel so ein langer Lodenmantel, was ja oft auch so verschrien wird, wenn man so vielleicht an die Jägerschaft denkt, so, ach ja, ein alter Mann mit Lodenmantel. Also, sag ich mal, schön kombiniert ist so ein Lodenmantel, also A, ist ja super funktional und der kann auch schick aussehen. Also, ist aber überhaupt. Könnte ich nicht mehr zustimmen. Hey, ganz kurz, aber du hast gesagt, das provoziert. Warum möchtest du damit provozieren? Also, gute nach Frage. Dem Abi wusste ich eigentlich überhaupt nicht so richtig, was ich machen sollte. Dachte, naja, du hast dich immer gerne schön angezogen, machst mal irgendwas mit Mode. Und tatsächlich hat sich das meine ganze Laufbahn so ein bisschen durchgezogen. Also ich war irgendwo die Modestudentin, aber gleichzeitig war ich Jägerin. Und irgendwie war ich immer so ein bisschen der Flamingo im Hühnerstall und keiner konnte mich so richtig einordnen. Was aber im Nachhinein total super war, weil so kommt man ins Gespräch und durch so eine bewusste Provokation können die Leute einen nicht so schnell in Schubladen stecken und dadurch kommt man überhaupt in ein Gespräch. Und als ich einen Jagdschein gemacht habe, da waren vielleicht 1-2% Frauen in der Jagdbranche. Also wir haben jetzt mittlerweile 436.000 Jäger in Deutschland und davon sind 7% Frauen. Wenn da vielleicht eine junge Frau mit roten Fingernägeln rumrennt, ist vielleicht nicht ganz so typisch. Also für mich war es halt auch eine Möglichkeit, die Jagd mal anders zu zeigen. Die Jagd ist halt nicht nur Tiere totschießen, sondern es ist viel, viel mehr als das. Was ist es denn noch für dich? Also ich finde die Jagd, ich finde sie systemrelevant und ich leiste da einen unglaublich großen Beitrag für den Naturschutz und Artenschutz. Und das fällt dabei immer ein bisschen... Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ja und nein. Das ist nämlich die Diskussion, die wir dann in den Raum stellen müssen. In mir geht es nicht darum, mich jetzt für Jagd oder gegen Jagd auszusprechen. Ich glaube, dass das Themenfeld Jagd noch viel komplexer ist. Noch viel, viel komplexer ist als einfach nur Artenschutz oder einfach nur töten. Oder systemrelevant. Es ist noch viel komplexer. Und ich glaube schon, dass es Arten gibt, die zum Beispiel vielleicht gibt es eine Rebhuhnart, die fast vom Aussterben bedroht ist und die Wildschweine fressen diese Rebhuhnart auf. Und die Wildschweine werden aber nicht mehr reguliert durch den Wolf, weil der Wolf nicht hinterherkommt. Müssen wir jetzt eingreifen? Müssen wir nicht, weil wir die Jahre davor eingegriffen haben? Ich glaube, das ist eine Diskussion, wo es sehr viel Für und Wider gibt. Und ich habe es in Afrika auch gesehen und zu dem Teil mit dem Afrika-Kram komme ich gleich. Ich glaube, es ist schwierig, sich darüber eine abschließende Meinung zu bilden und einfach zu sagen, ich habe recht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das Themenfeld ist viel, viel komplexer, wie gesagt. Und dass sie einen Teil zum Artenschutz beiträgt, teilweise ja, aber teilweise wird auch mit der Jagd, mit dem Artenschutz einfach viel zu viel Blödsinn gerechtfertigt. Und das finde ich schwierig. Bisschen hinten über, leider. Weil natürlich sieht die Gesellschaft ein totes Tier, ein niedliches Reh. Sag ich mal, dass wir überhaupt ein Tier töten, das sind vielleicht 10%. Weißt du noch, als du zum ersten Mal mit Beute zurückgekommen bist? Also was hast du zum ersten Mal geschossen und wie war das? Ein Rehbock. Ich bin ja tatsächlich auch damit aufgewachsen. Also für mich war es irgendwo bekannt. Aber sobald man selber ein Tier dann tötet, ist das natürlich erstmal eine andere Sache. Also man agiert, man kennt sein Handwerk, man weiß, was man zu tun hat. Aber danach ist es natürlich schon was anderes. Also man geht zum Stück hin und dieser erste Moment... Das ist wie mit vielen anderen ersten Malen, denke ich mal, man erinnert das einfach. Und hast du denn deinen ersten Rehbock auch aufgebrochen und abgezogen und zerlegt? Ja. Also wir machen das komplett von, sag ich mal, von vorne bis hinten. Ja, ich glaube einfach, ich muss sagen, ich habe ja einen Großvater gehabt, der Förster war. Mhm.
Und der war so Revierpfleger und der hat das auch so auch mal gesagt, wir entnehmen das. Und ich dachte immer, oh Gott, und so die ganzen toten Tiere. Und dann hat mein Opa mich mal mitgenommen und dann wollte der auch mir zeigen, wie das geht. Und ich habe dann gedacht, Opa, das weiß ich noch. Habe ich zu ihm gesagt, Opa, mach das nicht und so. Und das würde ich sagen, das ist, glaube ich, wäre für mich ein großes Ding. Dieser Moment, wenn ich da so ein wunderschönes Tier sehe, das da steht. Und dann denke ich so, jetzt ist, bin ich derjenige, der entscheidet, jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, dann abzudrücken, das ist nochmal eine andere Nummer. Das fand ich dann so verrückt, dass man dann diese Macht, die auch hat über Leben und Tod. Dieser Moment, das würde mich mal interessieren, was das macht mit dir. Ich meine, mittlerweile, ich... Das Interview ist sehr geschnitten, ne? Ja, jetzt schon länger und natürlich ist das erste Mal aufregender, als wenn man jetzt mehrere Tiere schon erlegt hat. Aber ich habe großen Respekt vor dem Lebewesen. Ich bin mir aber bewusst, auch eine Kuh, die im Schlachthof hängt, guckt wahrscheinlich niedlich, bevor sie einen Bolzenschuss in den Kopf kriegt. Und ich finde es viel ehrlicher zu sagen, hey, ich gehe selber raus, ich habe die Arbeit, ich mache es von vorne bis hinten. Ja, und da sind wir jetzt wieder beim Thema. Sich auf den Hochsitz setzen und Tiere über eine Kürrung anfüttern oder überhaupt anfüttern und dann da wegzuballern, finde ich nicht ehrlich. Geh zu Fuß jagen, geh pirschen, arbeite mit dem Wind. Und dann ist es zum Beispiel auch so, in Südafrika, das, was ich in Südafrika an Jagd mitbekommen habe, ja, denn wir müssen so ehrlich sein, auch in Südafrika wird gejagt. So, ist normal. Es gehört da dazu. Da ist es tatsächlich so, dass die Jungs, die sind zu Fuß unterwegs, die gehen super oft nach Hause und schießen gar nichts. Dann haben die nichts geschossen. Die arbeiten mit dem Wind, die jagen anders. Also die Jungs da unten in Südafrika können jagen. Viele Leute hier sitzen auf dem Hochsitz und warten. Und das gehört bestimmt auch mal dazu, alles cool. Aber das hat für mich hat das nichts mit Jagen zu tun. Das ist Warten. Jagen ist was, was in der Bewegung stattfindet. Selber. Natürlich sieht ein Reh niedlich aus, wenn wir jetzt mal Beispiel beim Rehbock bleiben, aber ich möchte Fleisch essen. Also, wenn jetzt jeder ein Tier selber erlegen müsste, weil man Fleisch essen möchte, wie viele Leute würden dann wirklich Fleisch essen? Also ich denke... Den Punkt gebe ich ihr. Sollte es tatsächlich so sein, dass wir da hinkommen müssten, dass die Menschen ihr Fleisch selber zerlegen müssten, würden sie es nicht tun. Weder erlegen, noch aufbrechen, noch sonst irgendwas. Den Punkt gebe ich ihr. Wahrscheinlich würde die Hälfte im Raum sagen, nee, sorry, also wenn ich selber ein Tier tot schießen müsste, das komplett zubereiten, dann würde ich halt sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Für mich gibt es tatsächlich kein hochwertigeres Fleisch und auch keinen hochwertigen Fisch als Fusch gefangen und quasi Fusch aus dem Wald entnommen. Und gleichzeitig denke ich mir, wer gibt mir eigentlich das Recht, im Supermarkt zu gehen und Chicken Nuggets zu kaufen, die ja jemand anderes für mich getötet hat? Ja, das ist... Ehrlich gesagt, wieso ist es für dich dein Recht, aber wieso ist es für mich mein Recht, es anders einfach dann zu tun? Ja, vielleicht was ist das für eine Frage? Frage ich das auch nicht mehr genug? Also ich war heute Morgen zum Beispiel auf der Autobahn Richtung Hamburg und neben mir sind zwei so Schweinetransporter langgefahren auf dem Weg zum Schlachthof. Und ich muss sagen, ich fühle mich total gut damit und sicher, was ich mache, weil ich weiß, die haben ein gutes Leben gehabt. Die sterben durch meinen Schuss, klar. Aber... dieses Tier hat weder Stress vorher gehabt, noch sonst irgendwas. Also ich finde es überhaupt null. Und den Punkt gebe ich hier auch bis zu einem gewissen Maß. Aber dann sind wir halt wieder in der Diskussion und die muss man sich gefallen lassen. Ist es überhaupt in Ordnung, sich über ein anderes Lebewesen zu stellen und ihm das Leben zu nehmen? Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja Natur. Und das Problem, was ich immer sehe bei Menschen, ist immer, wir entnehmen uns immer selber aus der Natur. Wir gehören nicht mehr zur Natur. Doch, wir bewegen uns auf diesem Planeten auch und auch wir gehören irgendwie dazu. Und es gibt dafür und wieder und da kann man drüber diskutieren und man muss da auch Meinungen mal tolerieren und aushalten in meinen Augen. Aber ich glaube immer noch, dass es da kein richtig und falsch gibt. Und das Thema ist so schwierig. Das ist so schwierig und komplex. Verwerflich. Und ich glaube, Jagen ist an sich, was soll jetzt nicht strange klingen, aber einfach was Natürliches. Also ich finde es eher unnatürlicher, dass wir das, was uns im Supermarkt vor die Nase gesetzt wird, kaufen und braten. Es ist nicht so, dass ich sage, oh ja, super, ich gehe jetzt raus und schieße ein Tier tot. Überhaupt nicht. Sondern es ist einfach, mit der Natur zu leben und diesen Kreislauf mitzugestalten, das ist einfach, das macht Spaß. Ich finde, wir sollten vielleicht Verhältnisse wahren und darüber nachdenken, ob wir vielleicht nicht mehrstöckige Schweinemastanlagen zuerst mal verbieten sollten, bevor wir die Jagd. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Ich glaube, dass Jagd, und das ist ein geiler Ansatz, den der junge Mann hier bringt, ich glaube, dass Jagd ein Thema ist, was wir diskutieren können. Aber bevor wir uns an der Jagd abarbeiten und wie viel Scheiße da auch passiert, und das passiert definitiv, es gibt Gute, es gibt Schlechte, so wie überall, lasst uns doch mal bitte erstmal über diese mehrstöckigen über diese Schweinehochhäuser reden. Lasst uns doch mal bitte erstmal über die ganzen Kühe und Rinder und so reden, die da eingepfercht werden.
Und wenn wir das abgearbeitet haben, dann können wir zum nächsten Problem übergehen. Aber hey Leute. Akt an den Pranger stellen. Also bei all dem Tod und Leid, was wir den Nutztieren sozusagen zumuten, ist, glaube ich, die Jagd das allerletzte, wo wir uns dann am Ende vielleicht irgendwann mal drum kümmern. Und wieder, ich bin weder für noch gegen die Jagd. Man könnte, wenn das schon erledigt wäre. Absolut. Absolut, finde ich auch. Du hast vollkommen recht. Viele Menschen essen Fleisch und es gibt Dinge, worauf man eher achten sollte. Aber ja, du polarisierst oder provozierst ja auch mit dem, was du machst. Und das möchtest du ja auch, das hast du ja gesagt. Ja. Wie zum Beispiel mit deinem Instagram-Account auch. Da hast du ja auch. Und diese Bilder finde ich schwierig. Sage ich euch so, finde ich schwierig. Das ist in meinen Augen eine Trophäe, die da präsentiert wird. Und das finde ich nicht gut. Da kann ich mich mit vielen Dingen, die da vorher gesagt wurden, nicht identifizieren, die dann aber darauf hinauslaufen. Und das ist eine Trophäe, die präsentiert wird, und das ist am Ende des Tages ein Lebewesen gewesen. Auch Fotos, wie hier zum Beispiel, mit einem Gnu. Wie reagieren die Leute darauf? Also grundsätzlich. Und vor allem, und jetzt sind wir mal bei dem Punkt, dass wir bei der Jagd sind in Südafrika. Und da möchte ich gleich mal, ich bin gespannt, wo es hinläuft, da möchte ich gleich mal ein Thema aufmachen. Ne? Nach Afrika fliegen als Europäer, um zu jagen. Grundsätzlich kommt es natürlich immer darauf an, ob die der Jagd positiv gegenübergestellt sind oder negativ. Es gibt aber tatsächlich sehr viele Leute, die das extrem negativ werten. Und ich habe auch schon zahlreiche, also Negativkommentare ist noch milder ausgedruckt, aber auch schon bis Morddrohungen bekommen. Aber und, da muss man sagen, da muss ich leider rein. Ich würde sagen, wenn ich das Foto sehe, dann glaube ich dir nicht mehr, was du vorher gesagt hast. Du sagst, du jagst, weil du Hunger hast. Wer braucht dich in Afrika, in der Savanne? Bam! So. Wir lassen mal kurz ausreden. Damit du da eine Antilope totschießt, da haben ganz andere Leute die Aufgabe. Ich finde, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist so eine archaisch, das würde ich echt sagen, mit deiner Ganda. Das ist sicher der Provozieren. Und ich Guido und ich, das ist ein Punkt, wo ich euch ganz klar sagen muss, es gibt in Südafrika oder insgesamt in Afrika Menschen, die sind dafür die Jagd zuständig. Und wenn ich einen Jagdschein hier gemacht habe, um hier zu jagen oder um zu essen oder keine Ahnung was, okay, bin ich da unten auf einem Survival-Projekt und schlage mich durch und habe nichts zu essen dabei und kann nur aus der Natur entnehmen, okay. Aber rein, um meine Jagdlust zu befriedigen, in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent zu fliegen, dafür enorm viel Kohle zu bezahlen, um zu töten, ist in meinen Augen moralisch absolut verwerflich. Und jetzt wird wieder argumentiert, ja, die 50.000 Euro für den Elefanten, die gehen ja dann wieder in den Naturschutz. Ja, dann spende doch die scheiß 50.000 Euro einfach so. Geht's dir dann darum, dass du dein Jagdglück haben kannst, um diesen Elefanten wegzuflexen? Oder geht es dir wirklich um den Naturschutz? Und da geht es dann einfach nur darum, oh, da steht nochmal auf der Liste, den Elefanten würde ich auch gerne mal schießen. Und da muss ich euch sagen, es gibt da unten Menschen, die haben staatliche Aufgaben, auch Elefanten zu entnehmen, weil die in Namibia, genauso wie in Südafrika, extreme Probleme haben mit den Elefanten. Das sind da unten Schädlinge, das ist so. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, dass man auch da eine andere Lösung finden müsste. Aber die Leute da unten sind abgefuckt. Wenn du darauf angewiesen bist, dass dein Feld deine Familie ernährt und dir jedes Jahr die Elefanten alles kaputt machen, dann bist du von denen genervt. Das wäre jeder von uns, weil das ist dein Monatseinkommen. Und die haben da Probleme mit Elefanten. Könnte man das anders lösen? Sollte man das anders lösen? Meiner Meinung nach ja. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wenn denn dann die Regierung entscheidet, und das gibt es für und wieder, ob das gut ist oder nicht, dass die Elefanten entnommen werden, dann hat kein Europäer in meinen Augen das Recht oder auch ansatzweise nur die Rechtfertigung zu sagen, ja, also ich fahre da runter und schieße für 50.000 Euro einen Elefanten. Das ist die reine Befriedigung meiner Jagdlust und das ist moralisch in meinen Augen krass verwerflich. Und dann sich noch so zu präsentieren mit einem Gnu, mit einer Antilope, oder mit anderen Huftieren da unten, ist in meinen Augen reine Trophäenjagd. Und die Trophäenjagd verteufle ich aufs Übelste. Das ist Jagdlust, das ist Mordlust. Und da sind wir wieder beim Thema, da fehlt mir der Respekt vom Lebewesen. Denn das hat nichts mit Jagen für Nahrung oder für Familieernähren zu tun oder sonst was. Gehst du hier in Deutschland jagen und ernährst mit der Jagd deine komplette Familie, dass die keine Massentierhaltungsprodukte kaufen müssen,
dann ist das ein Schritt nach vorne. Ist das schon die Enddiskussion? Nein, sehe ich nicht so. Können wir immer noch über den Aspekt des Tötens an sich diskutieren, ob das überhaupt notwendig ist? Ja, definitiv. Aber darunter zu fliegen, ist die größte Lachnummer mit der lächerlichsten Rechtfertigung, die ich seit langem gesehen habe. Ich glaube auch, ich bin total bei dir, da hast du auch absolut recht. Ich finde, wenn man das vielleicht macht in dem Moment und man macht es gut und man erlegt dann so ein Tier und du erlebst diesen ganz engen Bezug zu einem Tier, weil du in deiner Region bist. Aber wenn du dich ins Flugzeug setzt und gehst nach Afrika, wer braucht denn dich, bitteschön, dass du da hingehst und in der Savanne so ein Tier erschießt, weil du gerade die Quote bekommen hast, weil ich da irgendwelche Ranger hinbringe? Da bin ich total dagegen, weil ich finde, da hast du nichts verloren. Da kannst du vorsichtig hingehen, die Tiere beobachten und das den Menschen überlassen, das Essen, weil du willst weder das Ding essen, noch willst du irgendwie, nimmst vielleicht den Demonstralien mit. Da würde ich sagen, das ist ein bisschen, bringt das Absurdum, deine Dinge, die du vorher gesagt hast, weil das ist es nicht, das ist Großwildjagd. Da bin ich total dagegen, nee, weil ich finde, niemand hat. Jetzt kommt, ja, das Geld geht in den Naturschutz. Und mit dem Gnu, was ich da geschossen habe, ernähre ich das Nachbardorf. Hat das Recht, auch du nicht da durch die Savanne zu marschieren und dann als, sag ich mal, White Girl da zu glauben, wir können das leisten. Da bin ich total raus. Aber vielleicht lassen wir sie mal antworten. Ich sag nur, halt, das ist schon fragen viel, sie mal, was stellt sie denn mit dem Foto da? Was möchtest du ausdrücken mit so einem? Ja, also ich verstehe das. Ich hatte, Und nochmal, jetzt mal angenommen, Survival Squad. Kann man moralisch darüber diskutieren, ob man dieses Format überhaupt machen muss, um dabei Tiere zu essen und zu töten? Ja, das kann man. Kann man das gut finden? Ja. Kann man das schlecht finden? Ja, ich werde da meine Meinung nicht zu sagen, aber ich sage, das ist eine Sache, wo ich sage, yo, dieses Tier wird verwertet, da wird mit dem nötigen Respekt dran gegangen und es wird auch gegessen. Da runter zu fliegen und wie Guido gerade gesagt hat, dann einfach nur dieses Tier zu töten und das nicht zu verwerten oder dann noch zu, ja, ich gebe das ja dem Dorf nebenan. Ja, dann lass doch das Dorf nebenan jagen. Das ist doch Quatsch, da musst du als Europäerin nicht hinfliegen. Ich habe ja angefangen in Deutschland zu jagen und habe gesagt, naja, Auslandsjagd kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Aber da ist auch wieder ganz klar, also ich bin ja dann irgendwann nach Afrika und ich bin auch in anderen Ländern, wo ich im Ausland jagen war. Und ich verstehe auch, dass wo die Bilder... Wo warst du in Afrika? In Südafrika und in Namibia. Ja, auch diese Tiere, das ist kein Großwild, also das sind jetzt keine Giraffen oder Löwen und auch keine vom Aussterben bedrohten Arten. Also das ist ein Gnu und ich sehe gerade, das ist ein schwarzer Springbock und das ist quasi wie hier Rehe oder Rotwild. Also das kannst du eigentlich quasi aber gleichstellen. Ist das eine Bucketlist, dass du sagst... Das ist Quatsch. Das auch mal erschossen, so ein Gnu, weil ich meine, das wirst du ja nicht vermutlich nicht essen. Na doch, wir haben das gegessen. Waren da 2 Wochen und die werden dann in der Küche zubereitet und die werden sogar noch verteilt an die Belegschaft und so. Und Ich glaube, worum es ja so ein bisschen geht, ist, ja. Das erfüllt ja eigentlich, ne, du bist Jägerin in Deutschland, das erfüllt ja eigentlich nicht so richtig deine Funktion. Das ist ja dann schon auch ein Zurschaustellen dieses toten Tieres und das wirkt eben so, ne, das wirkt eben wie eine klare Trophäenjagd. Und das. Genau das ist es. Hinterlässt bei mir natürlich auch ein leichtes, ungutes Gefühl. Ich würde nur gern deine Motivation dahinter verstehen. Warum ich überhaupt gesagt habe, okay, ich mach das mal oder ich flieg mal nach Afrika, um auch dort zu jagen, ist halt, man jagt in jedem Land anders und natürlich jagt man auf andere Tiere. Hat nichts damit zu tun, dass ich nachher mir einen Springbok irgendwie hinhängen möchte, sondern es hat halt einfach, das sind für mich Erfahrungen, die ich sammle. Kommen wir zur Frage, ob es richtig. Finde ich schwierig. Nochmal Jagd. Gibt es für mich kein Für und Wider. Ich kenne viele gute Jäger. Ich kenne einen Haufen völlig schlechter Jäger, die keinen Jagdschein haben sollten. Ich kenne ein paar Verrückte, die haben nur einen Jagdschein für ihre 15, um sich ein bisschen krass zu fühlen. Ich glaube, Jagd hat irgendwie seine Berechtigung in manchen Punkten. Würde auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann mal einen Jagdschein machen würde. Einfach auch, weil ich glaube, dass bei dem Robert hatte tatsächlich auch einen Jagdschein. Dass alleine die Erfahrung des Jagdscheins, jetzt mal unabhängig davon, ob man wirklich dann auch ein Tier entnimmt oder nicht, musst du ja nicht, wenn du einen Jagdschein machst. Das ganze Wissen, was du da lernst, unglaublich interessant. Unglaublich interessant. Ist das halt, wie gesagt, was sehe ich nicht. Wichtig ist, dass Wölfe unter so strengem Schutz stehen. Was sagst du dazu? Sollte man Wölfe schießen dürfen, ja oder nein? Ich freue mich, dass der Wolf wieder in Deutschland ist und ich finde, es ist ein ganz wunderschönes... Aber. Dieser Satz leitet ein Aber ein. ...ist hier, aber ich... Wir gehen ja davon aus, der Wolf ist eine geschützte Art, weil es noch nicht so viel in Deutschland gibt. Aber dieser günstige Haltungszustand ist halt lange, lange überschritten. Das heißt, sie sind keine gefährdete Art mehr in Deutschland. Und deswegen würde ich halt ganz klar sagen, dass auch der Wolf nach Maß in Zusammenhang mit der Wissenschaft bejagt werden muss, um einfach eine natürliche Scheu vor den Nutztieren, vor den Menschen zu behalten.
Wie siehst du das? Exakt. Ich hätte es wahrscheinlich mit einem ähnlichen Vokabular auch gesagt. Also auch an der Stelle zeigt sich ja, wir fühlen uns halt oft, die wir auf dem Lande leben, wir fühlen uns oft so ein bisschen entmündigt von Entscheidungen, die über uns getroffen werden. Also es wird sozusagen von Menschen, die in der Stadt leben, wird entschieden, mit welchem wilden Tier ich mich sozusagen in meinem Lebensraum zu vergesellschaften habe. Ich kenne die wissenschaftlichen Abhandlungen darüber, dass der Wolf ja nicht gefährlich ist für den Menschen und dass er ihn flieht und so weiter. Aber es macht doch etwas mit deiner Wahrnehmung. Wenn du weißt, okay, du hast ein 2,5 Jahre altes Kind, das normalerweise, mit dem du das nicht wahr, also dass du ja natürlich beaufsichtigst und dann denkst du, irgendwann ist der mal 6 und kannst du seinen Kumpel ins Nachbardorf laufen. Ja, im Kopf weiß ich, das macht nichts, da passiert nichts und so weiter und so fort, aber insbesondere bei elterlicher Fürsorge ist der Kopf vom Herd, also das ist ja... Ja, das ist in meinen Augen keine Argumentation. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Menschen, da sind wir wieder beim Thema Südafrika oder Namibia oder so, die wachsen mit den Tieren auf. Und da gibt es noch ganz andere Tiere als einen Wolf. Das ist eine Schwachsinnsargumentation. Da sind wir einfach zu verwöhnt. So unsere Großeltern, Urgroßeltern, die kennen, oder Urgroßeltern, da gab es noch Bäre, Wölfe und sonst irgendwas. Das hat funktioniert. Ja, irgendwie auch mal entkoppelt. Aber es hat es ja nie gegeben. Ich meine, es gibt ja keinen beschriebenen Fall, wo irgendein Wolf ein Kind angegriffen hätte und hätte ein Kind erlegt. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich glaube, wenn jetzt Verhalten... Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich weiß das, ich kenne das, aber das hat nichts damit zu tun, wie ich das empfinde, wie ich diese sozusagen eine wahrgenommene Realität, ist ja nun mal leider auch vielleicht eine Realität, nicht wahr? Und es gibt auch Sichtungen bei uns und mit uns, ich glaube, ich darf das sagen, mit uns Landbewohnern, die wir unter Wolfsdruck stehen, sage ich jetzt einfach mal so, wir haben auch Rudel bei uns, für uns verändert sich da was. Und das wird nicht gehört und nicht wahrgenommen. Was glaubst du, warum das nicht gehört und wahrgenommen wird? Weil die Entscheidungen darüber von Leuten getroffen werden, die in der Stadt leben. Ja, nee, das sehe ich so nicht. Das ist eine Argumentation, mit der gehe ich so nicht mit. Wenn ich dann teilweise sehe, wie die Wolfsschutzzäune aussehen, also dass sich dann beschwert wird, dass da Nutztier gerissen wird, ist in meinen Augen mehr als lächerlich. Dass da einfach gesagt wird, ja, die da oben, die in der Stadt wohnen, das sehe ich nicht. Und damit keine Realität haben, gar keinen Bezug zu dieser Situation haben. Ich komme übrigens vom Dorf. Viele Geschichten werden, also sag ich mal, ich arbeite ja auch im Journalismus und viele Geschichten werden halt unter den Teppich gekehrt. Also wir werden von Landwirten angerufen, wir werden von Städtern angerufen, die Wolfskontakte haben. Und es ist tatsächlich so, die Wölfe rennen durch die Städte, die gehen an Wildkatzenfütterung rauf. Aber wer kehrt die denn unter den Tisch? Also Politik, bewusst. Weil gerade du als Journalistin hast ja dann die Plattform, um die selbst total, zu machen. Total. Also ich habe das Jägermagazin, das Sauenmagazin, die Social-Media-Kanäle und wir berichten auch darüber. Aber im Zweifel lesen uns halt im meisten Fall Jäger und die wissen davon. Aber ich glaube nicht, dass das hier in die Städte vordringt, wo man den Wolf, also wie gesagt, ich finde, das ist ein wunderschönes Tier. Aber wenn es so ein Problem wird, dann muss man auch die Handhabe haben. Also, sag ich mal, das war ein ganz, ganz, ganz drastisches Beispiel. Also der Leute, in Sachsen-Hanhalt war jetzt gerade ein Fall, also ein junger Wolfsrüde und auch ein weiblicher Wolf, die sind an Fütterung von verwilderten Hauskatzen rangegangen und an Vogelhausfütterung und sind da echt in den Gärten rumgestreift und haben sich teilweise auch die verwilderten Hauskatzen reingesnackt. Mhm. Und dann fragt man, also das ist Tierliebe nochmal. Reingesnackt haben die sich die. Ja, okay, gut. Neu interpretiert, ne? Also wenn du eigentlich die wilden Hauskatzen füttern möchtest, aber der Wolf frisst das dann. Und es ist schon tatsächlich so, die haben keine natürliche Scheu mehr vor den Menschen. Ein anderer Fall war zum Beispiel, das war jetzt in Niedersachsen, dass die um den Kindergartenplatz, um das Außengehege, die Kinder spielen draußen und die Wölfe streifen da lang. Und ich sage ganz ehrlich, also meine Tochter werde ich nicht mal in den Waldkindergarten geben, weil ich da nicht drauf vertraue, dass er sich nicht mal ein kleines Kind. Aber? Das ist so populistisch. Ja, okay. Deine Tochter nimmst du mit auf Jagd, weil du hältst die Familientradition. Das glaubst du, sie wird dann auch mit 15, man kann ja schon mit 15 einen Jagdschein machen. Glaubst du, sie wird mit 15? Ja, klar. Du bist ja auch viel besser als der Wolf. Ich glaube auch nicht, dass der Hirsch oder das Reh sein Rehkitz mit zu dir nehmen würde, weil die vertrauen auch nicht drauf, dass du nicht einfach mal ein Rehkitz schießt. Ey, Leute, also wie gesagt, eine Sache dürfen wir immer nicht vergessen. Wir haben ein sehr entwickeltes Gehirn und wir können viele coole Sachen machen, aber wir stellen uns moralisch auch immer über alles andere und das kotzt mich an. 15 auch. Ja, wir sagen immer, also entweder schlägt es komplett in das Gegenteil und sie sagt, ich will mit der Jagd überhaupt nichts zu tun haben. Oder sie findet das vielleicht auch irgendwann genauso faszinierend und gut
wie ihre Eltern. Ich kann es ihr an die Hand geben und ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass das vielen Kindern der Bezug zum Natürlichen heutzutage fehlt. Also vor allem, wir dürfen mal nicht vergessen, dass der Wolf, der da die Katzen weggesnackt hat oder reingesnackt hat, Katzen sind mit der größte Artenkiller, die wir haben. Katzen sind für das Massensterben von Arten jedes Jahr verantwortlich, Tag für Tag in Deutschland. Ganz viele wissen gar nicht mehr, wie jetzt irgendwie, wenn sie im Wald sind, wie die Baumarten heißen, wenn sie auf dem Feld sind, wie die unterschiedlichen Getreidearten heißen, wenn sie wie ein Reh überhaupt aussieht. Die wissen auch noch nicht, wo das Fleisch herkommt. Und ich finde es eigentlich das Natürlichste und Wertvollste, wenn man sein Kind ganz nah an der Natur großziehen kann. Ob es jetzt die Jagd ist, alles drumherum. Also der ganze Kosmos Natur finde ich mega, mega wichtig. Und finde ich auch schön, dass ich die Möglichkeit habe, meine Tochter so aufzuziehen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, herzlichen Dank. Sehr spannend. Wir könnten 3 Sendungen damit füllen. Deep und deutlich geht es auch hier in unserem nächsten Talk weiter. Und ja, cooler Talk. Ich sag euch ehrlich, wie gesagt, meine Sicht der Dinge. Ich war in Afrika, ich will wieder hin. Da runter zu fliegen, sei es in Namibia oder sonst was, und 50.000 Euro für einen Elefanten auszugeben oder für 2.000 Euro für einen Gnu oder für einen Löwen oder was weiß ich, hast du als Europäer nichts zu suchen. Völlig egal, ob das in den Tierschutz geht oder sonst wohin, dann bezahl das Geld einfach so. Wenn es dir natürlich ums Töten geht und du Bock hast auf Töten, dann mach es, aber dann rechtfertige es nicht mit so einer Scheiße, und wenn du Bilder davon hochlädst, dann bist du Trophäenjäger. Punkt.